Servus, hallo am Kanal von Hausmann Natur. Wie man unschwer erkennen kann an meiner tollen Kopfbedeckung, Stirnband, Schweißband, geht es weiter im Hausbauprojekt. Ist einiges passiert, das zeigen wir euch jetzt und dann geht es weiter mit der Stiege. Da nehmen wir euch mit. Bis gleich. So, gehen wir mal rein. Am Schloss erkennbar, das ist nämlich auch in Schwarz. Wir haben die Hausübergabe hinter uns, war recht nett, aber bei Unwetter, da haben wir tatsächlich ein Unwetter gehabt. Das heißt, es wurde noch alles besprochen, ob es Mängel gibt oder irgendwelche anderen Anliegen. Das Haus wurde jetzt übernommen komplett, gehört jetzt der Tochter. Und ja, haben noch kleine Geschenke bekommen, Ausstattung fürs Badezimmer, so Badetücher und so weiter von der Firma Login. Ein Vogelhaus, natürlich aus Holz, also ganz nette Übergabe. Was sonst noch passiert ist, zeige ich euch. Ja, das WC ist fertig verfließt, wie man sieht. Ist schön geworden, auch schon verfugt. Oben wollte die Tochter keine Leiste, da muss ich noch mit einer Masse das Ganze schön abschrägen. Ansonsten schaut es recht gut aus. Hier an der Kante haben wir eine Leiste. Diese Fliesen haben wir ausgelassen, weil wir noch nicht wissen, was für eine Zarge reinkommt. Ja, hier kommt irgendwann ein Schrank rein. Also schaut recht nett aus. Das heißt, das WC kann schon installiert werden. Ja, sonst hat sich noch Folgendes getan. Es stehen die ersten Möbel. Dieses Ding für Plattenspieler wird noch schwarz lackiert. Hat die Tochter den Abverkauf bekommen. Hier ein etwas eigenartiges Sitzmöbel, aber mit Schlaffunktion. Hat sich Töchterchen so gewünscht. Und diese Couch haben wir sehr günstig bekommen als Aussteller mit Schlaffunktion und Stauraum. Schaut recht nett aus, wie ich finde. Aber was noch passiert ist, und das gefällt mir sehr gut, ist, die Küche steht. Kücheninsel, fehlen natürlich noch die Leuchten. Und der Küchenblock steht, wie ich finde, sehr nett, bis oben verbaut, mit Auszüge, Blankospüle, ausziehbarer Armatur, Cerankochfeld, induktiv, ja, Mikrowelle und Herd. Und hier nochmal jede Menge Stauraum mit Auszügen, also auch schon teilweise eingeräumt. Hier werden noch Steckdosen eingebaut, also geht sich alles aus in den kleinen, feinen Zimmer. Und die Küche ist ja von der Marke Dan. Habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, vom Dan Studio Wiener Neustadt. Und das passt recht gut, hat gut funktioniert. Und wie gut und schnell das funktioniert hat, zeige ich euch jetzt im Zeitraffer. Ja, und dieser Küchenaufbau, der ging relativ flott. Innerhalb von 5 Stunden war das Ganze erledigt. Heute wieder Feiertag, das heißt, wir dürfen nicht zu laut sein, was ein bisschen schwierig ist, weil ich muss die Kappsäge anwerfen. Aber was soll's, Bau ist Bau, da müssen die Nachbarn durch. Ihr habt es eh schon gehört beim Aufbau der Gartenhütte, das war auch sonntags. Wir haben keine unmittelbaren Nachbarn, also ist es nicht wirklich so schlimm. Wir wollen heute versuchen, die Stiege zu verkleiden. Da haben wir einen Plan, habe ich eh schon mal gezeigt und das werden wir heute angehen. Im Haus haben wir 30,5 Grad, nicht wenig, ist natürlich auch dem geschuldet. Wir haben immer noch keine Möglichkeit, die Raffstores runterzulassen. Das heißt, die Sonne brennt natürlich voll auf die Scheiben. Wird aber irgendwann mal passieren, hoffentlich. Aber wir werden uns die Kühlung aktivieren, kostet zwar Strom. Geht auch sehr träge, aber wir schauen, was in ein paar Stunden da steht. Momentan haben wir 30,5 draußen. Werden wir heute laut Vorhersage 34 Grad bekommen, also es wird ein sehr mühsamer Tag. Das Gute ist, wir haben jetzt einen Kühlschrank.
Siemens, den werden wir jetzt aktivieren, damit auch die Getränke kalt bleiben. So, genug gelabert, jetzt geht's los. Und vor dem Vermessen muss die Stiege natürlich akribisch gereinigt werden. Erste Zuschnitte werden nochmal kontrolliert und dann geht es los mit der Montage. Hier verwenden wir normalen Montagekleber. So, fertig für heute. Jetzt heißt es den Kleber trocknen lassen, anscheinend bis zu 48 Stunden bei voller Belastung. Ist ein bisschen blöd, aber werden wir heute am Samstag fertigstellen. Wenn das komplett fertig ist, zeigen es wir natürlich im Detail. Aber jetzt ist einmal nur grob verkleidet. Der Zuschnitt war ein bisschen mühsam mit dem Material, was wir da haben. Wieder viel schwarzer Staub von dem Laminat. Die Leisten fehlen natürlich noch, aber ich zeige es euch einmal jetzt im Rohzustand. Im Zeitraffer habt ihr es ja schon gesehen. Also es schaut, wie ich finde, gut aus. Da müssen wir gar nichts machen, da in der Innenkante, das passt perfekt zusammen. Und diese Leiste kommt dann noch rauf, ist eine selbstklebende Aluminiumleiste. Und die kommt dann auf jeden Fall noch überall rauf. Hier kommt dann direkt angeschlagen der Handlauf, aber dazu später, da haben wir eigene Beschläge gekauft. Hier am Rand werden wir das abziehen, schräg abziehen, dann schaut das ein bisschen aus wie eingebaut, dieses Holz. Aber auf jeden Fall wirkt es schon sehr gut, wenn es in derselben Holzfarbe ist wie auch der Bodenbelag. Aber für heute war es das. Ich schaue schon wieder aus wie ein Trottel, mein Stirnband verschwitzt. Können wir noch kurz schauen. Nein, es ist bei den 30,5 Grad geblieben. Die Kühlung wirkt noch nicht. Die wird nicht wirken. Wieso? Weil wir Staubschutz. Ja, aber herunten. Ja, ist korrekt. Die Deckenkühlung kann noch nicht wirken. Wir haben da oben ja diesen, ich drehe mich einmal, Staubschutz. Das heißt, es kann nicht wirklich zirkulieren. Ist der Bodenbelag die Kälte durchlässt, dauert es ja auch wahrscheinlich mehrere Stunden. Es kann natürlich sein, dass das jetzt noch abkühlt, ja, ich gehe auch davon aus, aber es dauert halt seine Zeit, ja, bis einmal der Estrich und Bodenbelege und die ganzen Unterbauten hier abgekühlt sind. Aber das Projekt für heute am Feiertag ist gemacht, also grob gemacht, es fehlen dann nur mehr die Details, aber wie ich finde, schaut es toll aus. Ja, nächsten Arbeitsschritte ist dann, wie gesagt, ein paar Detailarbeiten bei der Stiege und dann geht es zum Handlauf und dann nehme ich euch wieder mit. Bis dann. So, nächster Arbeitstag, zumindest für mich. Die Damen waren ja schon fleißig. Wir haben schon den 21. September. Ja, jetzt geht es ein bisschen langsamer dahin. Hat ja viele Gründe. Auch die Professionisten, Elektriker und Installateure haben ziemlich volle Kalender. Das heißt, es fehlen noch einige Elektrodetails und auch Installationsdetails. Und erschwerend kommt dazu, dass unser Fliesenleger, denn im Badezimmer kommen große Fliesen rein, da traue ich mich nicht drüber, habe ich noch nie verlegt, sowas. Gehört auch noch abgedichtet, der hat sich verletzt, da kann man halt nichts machen. Ja, ist aber anscheinend hoffentlich eh nicht so schlimm und wird dann auch irgendwann einmal loslegen und dann sind wir ja, so gut wie einzugsfertig. Das versprochene Geländer zum nächsten Video ist noch nicht passiert. Wir haben zwar einen Plan, aber noch kein Material gekauft. Heute geht es mal zum Fußboden verlegen im Schlafzimmer. Denn tatsächlich haben wir schon ein Bett geliefert bekommen. Wir haben auch schon Wohnzimmermöbeln, aber da werden wir euch jetzt einmal einen Blick darauf werfen lassen. Vorher noch einen Blick ins Badezimmer. Da wurde jetzt einmal grob gemalt, mit einer eigenen Farbe natürlich fürs Badezimmer. Da gehört nochmal drüber gemalt. Da haben wir leider ein bisschen zu wenig Material gehabt. Ja, ansonsten fehlt dann auch die ganze Installation. Hier kommt ja dann noch das Vlies drauf, auch am Boden. Vorsichtshalber machen wir auch nochmal Vlies. Ist ja doch ein Holzbau. Hier liegt noch der Kasten, der wird noch hier eingebaut. Ja, auf Wunsch der Tochter in Weiß, warum auch immer, ist eine Ablage in Edelstahl weiß lackiert. Ja, Schlafzimmer, ja auch mal nur Standard weiß
gemahlen, nochmal nachgebessert, da muss nochmal drüber geschliffen werden und nochmal gemalt. Hier mal die erste Farbe in grün gehalten. Türen haben wir gestern bestellt, mit was wir nicht gerechnet haben, dass auch diese Türen circa 8 Wochen Lieferzeit haben, was nicht gut ist. Wir haben tatsächlich geglaubt, wenn wir weiße Standardtüren kaufen, dass wir schöne Türen in Lagerware erhalten. So ist es aber leider nicht. Das heißt, es wird November werden schon mit den Innentüren. Also das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ja, Geländer haben wir einen Plan. Ist aber noch immer nichts gemacht. Auch wir haben momentan immer weniger Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Arbeitsraum bleibt ein Arbeitsraum für uns. Da haben wir jetzt diesen Staubschutz installiert. Wir haben schon das erste Problem mit der Beschattung. Der Elektriker hat hier runtergelassen, lässt sich aber nicht mehr aufstellen. Sobald alles fertig installiert ist, lasse ich da die Firma kommen. Also da hat irgendwo entweder die Endpunktstellung ein Problem oder tatsächlich was anderes, hoffen wir nicht. Ja, hier haben wir ein paar Farbmuster schon für das Büro oder jetzigen Arbeitsraum. Ja, und die Stiege ist immer noch nicht fertig. Die Leisten sind zwar montiert, es wurde auch schon die erste Schicht von der Verspachtelung raufgegeben, ist eine dieselbe Spachtel, die wir auch in den Ecken verwenden, bleibt dauerelastisch, muss dann noch übermalt werden natürlich auch. Ja, ansonsten Küche habt ihr gesehen, da haben wir schon das Bett liegen, TV-Kasten, ob der bleibt, wissen wir nicht, wir haben hier noch Füße bestellt, die müssen wir noch montieren. Fernseherhalterung ist schon montiert, also alles ziemlich fertig. Elektriker muss noch fertigstellen. Was noch fehlt, ist auch die Beleuchtung. Auch hier lasse ich den Elektriker mal Hand anlegen, denn wir haben hier überall siebenpolige Leitungen drin. Und das muss uns zumindest einmal auch gerichtet werden, damit wir uns da auskennen. Aber genug gelabert, jetzt geht's zum Bodenlegen im Schlafzimmer. Und wie im letzten Video schon erklärt, muss hier auch der Boden sehr gründlich gereinigt werden und die Unterlage, die nicht gerade billig ist, auch dicht verklebt werden. Die erste Reihe muss natürlich wieder sehr genau eingerichtet werden, aber dann geht es flott weiter. Zeit für eine Kaffeepause oder brauchen wir noch Hocker, die habe ich im Auto. Die werden wir jetzt reinholen und dann werden wir das erste Mal in der Küche eine Kaffeepause machen. Es geht einiges weiter. Also wir haben sicher knapp die Hälfte jetzt vom Zimmer. Die bodentiefen Fenster in jedem Raum halten natürlich auf, aber sonst schaut es recht gut aus. Verschnitt haben wir wieder mehr. Dein Töchterchen ist ein Symmetriefreund und wir haben jetzt das Verlegemuster, obwohl eine Tür reinkommt, aber das Verlegemuster wieder weitergezogen, wie auch schon im Erdgeschoss. Das Trägermaterial nennt sich Orca, habe ich eh schon mal erklärt, ist wasserbeständiger, aber dafür sehr brüchig. Also man muss beim Verlegen wirklich aufpassen. Da sieht man es zum Beispiel, da bricht die Feder weg, wenn es nur ein kleines Stück ist. Wird es egal sein, weil im Verbund hält es dann, aber es ist schon ein sehr brüchiges Material. Gut, aber jetzt hole ich mal die Hocker rein und dann machen wir Kaffeepause. Und nach unserer kurzen Kaffeepause, noch ohne Hocker, waren die letzten paar Quadratmeter auch gleich geschafft. Fußboden ist fertig im Schlafzimmer. Ist ja auch der gleiche Boden wie unten, also keine Überraschung. Wir haben es mit dem gleichen Verlegemuster, wie gesagt, verlegt, verlaufend mit der Galerie. Es passt recht gut. Wieder ein Stück weiter, wieder viel geschehen. Da liegen schon Teile vom Bett.
wie man sieht, von einem schwedischen Möbelhaus. Und wir werden jetzt das leider etwas billig geratene TV-Möbel etwas aufpolieren mit Füßen aus Eiche. Und dann werden wir noch die Hocker für den Tresen zusammenbauen. Es war immer noch nicht das perfekte Möbel, aber wie gesagt, man muss ein bisschen aufs Budget ausschauen. Aber die Füße machen jetzt doch ein bisschen wertigeren Eindruck zumindest dann. Und jetzt geht's zu den Hockern. Die Hockern kommen nämlich dann genau da darunter, damit man da Speisen zu sich nehmen kann. Fertig sind wir für heute und auch für dieses Video. Ich zeige euch aber nochmal, wir haben dieses billige Kästchen, TV-Kästchen, jetzt mit den Füßen ein bisschen aufgewertet und wir haben die Hocker installiert. Passen perfekt, fast genau unter die Küche, unter diesen Tresen und sind auch von der Höhe her zum Sitzen perfekt. Also das passt sehr gut. Die Farbe ist nicht hundertprozentig, kann man vielleicht noch nacharbeiten, aber es passt. Leider sehr viel Plastik wieder mal dabei, das ist wieder mal typisch für solche Versandhändler. Aber wenn wir lokal nichts bekommen, bleibt einem auch nichts anderes übrig, als online zu kaufen. Nützt nichts. So, das ist noch ein Teil vom Bett, tragen wir noch rauf. Und beim nächsten Mal versprochen geht's zum Geländer. Ja, habe ich beim letzten Mal schon versprochen, aber ich habe ein bisschen die Panik, dass das nichts wird. Aber wir haben bis jetzt alles noch hinbekommen. Dann wird's schon was werden. Wichtig ist vor allem, da ist jetzt eh noch das Baustellengeländer, aber wichtig ist zur Sicherheit von uns und auch von den Arbeitern, die noch kommen, dass das Geländer bei der Stiege dann einmal wieder funktionsfähig wird. Ja, da könnte ja was passieren. Das soll natürlich nicht sein. Wenn euch das Video interessiert hat und euch gefallen hat, vergesst nicht, Daumen hoch, freut uns über Abo, freuen wir uns auch. Kommentare unten rein werden beantwortet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.